difficult to generalize, but I think German managers are in hot demand at the moment. Es ist nicht absehbar gewesen, deswegen bin ich natürlich wahnsinnig stolz. Starting with Jürgen Klopp and Thomas Tuchel, but even the next generation, I think Marco Rose, Julian Nagelsmann, these are all coaches that will be at top clubs, top European clubs before too long. Players will look to you and say, where's the answer? What can we do to change things to make it better? So you need to have a really deep understanding of why things work and why they don't work. I still use my interest for people. So I was always very interested in people. So that didn't change. It's a people's business. You need to be able to relate, motivate, energize players, create a bond between them and yourself. Und wirklich, Männer, ich bin sowas von stolz und auch das Trainerteam sowas von stolz, dass sie euch begleiten dürfen. Vorteile des jungen Alters sind durchaus gegeben. Einfach, dass man eine ähnliche Sprache spricht der Spieler, sich vielleicht auch da gut reinversetzen kann, was sie aktuell für Gedanken haben, auch was sie einfach vielleicht in ihrem privaten, persönlichen Umfeld für Gedanken haben, die sie prägen. Das sind sicherlich Vorteile, die man im jungen Alter hat gegenüber vielleicht älteren Cheftrainern. Dass ich ein einziges Bundesligaspiel selber gespielt habe, früher als Spieler. Das ist, denke ich, nach wie vor eines der Hauptmerkmale, wie diese Stelle in der Bundesliga besetzt wird. German managers are very adaptable. They tend to work in clubs that don't have unlimited finances, so they're quite flexible. So they're not going to come into a new job and saying, I need a new centre-back, I need a new striker, I need a new midfielder. They're much more inclined, I think, to work with what they have. Wir haben Ziele erreicht, die wir erreichen wollten. Wir haben auch gefeiert. Aber jetzt ist es vorbei, jetzt ist danach und jetzt müssen wir gucken, dass wir neue Ziele uns fokussieren auf die neuen Ziele, die wir gemeinsam auch setzen wollen. German coaches are tactically very astute because of the relatively limited finances that they work with. There's a lot of focus on improving the team through tactics, through hard work, through being smart, through having good ideas. These things are in demand everywhere. And if you combine that with top players, it makes for a winning combination.